Als Musiker und Musikerin beschäftigen wir uns auch sehr oft mit Transformationsprozessen. In unserem Fall sind das ganz oft traditionelle Formen, verbunden mit international verbreiteten Formen, also auch mit alpinen, ländlichen Klängen und auch dann wieder urbaner, zeitgenössischer Musik. Und so wird das nächste Stück eines sein, das einerseits einen alpinen Jodler in sich birgt, einen Steirer, und das Ganze transformiert sich dann in ein Stück hinein von Matteo Heitzmann. Und das ist tatsächlich entstanden bei einer ganz persönlichen Transformation, als ich von Pinzgau, also ich bin Salzburger, nach Wien gezogen bin. Und es war das erste Stück, was ich quasi als 18-Jähriger in der großen Stadt komponiert habe. Viel Freude.